Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Empire. Und ja, meine lieben Freunde, ihr wisst ja, Arabella ist im Moment weg. Ich habe mir den dummen Spaß erlaubt und wollte sie verarschen, dass ich es nicht geschafft habe, Luna zu retten. Jetzt ist sie abgehauen, weil sie ist total durchgedreht. Luna ist jetzt wieder oben, sie hat genug vom Trampolinspringen. Unser Bruno schläft und ich verstehe es nicht, sie muss doch wiederkommen. Ich meine, sie will doch auch ihre Kinder sehen oder etwa nicht. Sind denn ihre Kinder... Ist Luna und Bruno ihr egal? Ich verstehe es einfach nicht. Aber Leute, es gibt trotzdem was Neues zu zeigen. Und zwar hat Revi was Neues gebaut. Und was richtig Gutes. Hier gibt es nämlich jetzt einen Knopf. Und wenn ich den betätige, dann komme ich in einen Unterwassertunnel. Und Leute, hier kann man so schnell flüchten. Das ist einfach so schlau. Ich meine, Revi hat mir jetzt seinen Tunnel gezeigt gehabt. Und jetzt hat er es einfach zu mir verbunden. Und wenn ich jetzt hier drücke, dann komme ich zu Revi ins Haus. Also das ist wirklich... mega gut. Und ich kann das Ganze noch mit meinem Tunnel dann auch noch verbinden. Dann sind wir noch schneller in Sicherheit, falls denn irgendwas passieren sollte. Hier geht es dann wieder raus. So. Das ist auf jeden Fall super. Ich finde es richtig gut, dass Revi das gemacht hat. Und da hinten, Leute, gibt es auch was Neues. Und zwar ist das Bällebad erstmal weg. Das war viel zu viel gefährlich. Und Leute, ihr seht es schon. Ich habe mir einen Folterkeller gebaut. Der ist noch nicht fertig. Den habe ich gerade erst angefangen. Falls irgendjemand mich hier nochmal belästigen sollte oder so, dann würde er da büßen. Ich hab's einfach satt. Ich meine, meine Tochter wurde vor kurzem entführt. Ich lasse mir das alles nicht mehr gefallen. Ich muss jetzt auch mal ein bisschen hier Härte zeigen. Und die Kinder müssen das ja nicht mitkriegen. Die kommen eh nicht nach unten. Und Arabella ist im Moment eh nicht da. Und wenn sie da ist, dann verstecke ich das irgendwie, den Raum da unten. Keine Ahnung, dann weiß ich auch nicht. Sie darf das auf jeden Fall alles gar nicht mitkriegen, dass ich da einen Folterkeller habe, weil dann hat sie wahrscheinlich komplette Angst vor mir. Aber das muss einfach sein. Denn wenn dieser komische Petret wiederkommt, der will meinen Kindern was antun. Und wenn er das macht, dann weiß ich auch nicht. Ich würde ihn am liebsten, keine Ahnung, hier in die Lava schmeißen. Aber ich glaube, der lässt mich jetzt in Ruhe, nachdem ich ihm seinen scheiß Teleportstab gegeben habe. Das klang gerade. Das gibt's nicht. Das gibt's doch nicht, wenn man vom Teufel spricht. Das kann jetzt nicht sein Ernst sein. Das kann jetzt nicht sein Ernst sein. Ist der gerade hier? Das gibt's nicht. Hey, er greift... Das gibt's nicht. Sag mal... Oh. Was hast du hier zu suchen? Du weißt, was ich hier zu suchen habe. Was hast du hier zu suchen? Du weißt es, sag es selber. Was hast du hier zu... Wir hatten einen Deal, verschwinde. Hey, hör auf, ich bin gleich tot. Der Deal hat nur einen Tag gehalten. Was ein Tag? Ein Tag habe ich deine Kinder in Ruhe gelassen. Jetzt ist der nächste Tag angebrochen. Sag mal, du Schwein, ja, hast Kragos getötet. Sag mal, spinnst du total? Was? Der stand im Weg. Was, sag mal, bist du... Ich sehe dich noch nicht mal auf deinem Scheißpferd. Hey, hör auf. Sag mal. Wie, du siehst mich nicht. Alter, das gibt's nicht, das gibt's nicht. Willst du, dass er stirbt? Verschwinde hier! Gib mir dein Kind! Wir hatten einen Deal, verdammt! Es geht um Leben und Tod, ich brauch dein Kind! Du brauchst gar nichts! Doch, ich brauch dein älteres Kind! Los, gib es mir, ich hole es mir mit Gewalt! Steig ab! Steig von deinem scheiß Pferd ab! Nein! Wir klären das jetzt wie Männer! Steig von deinem Pferd ab! Okay, ich muss es anbinden. Ganz ruhig hier. Lass mein Begleiter in Ruhe! Du am besten den Strick um deinen Hals! Das ist wie mein Kind, wenn du es tötest, ich werde dir das nie verzeihen. Du hast gerade Kragos getötet, verdammt, du bist total... Es ist viel seltener als dein Kragos. Es ist viel seltener, nur einer von 1000 Menschen auf dieser Erde können so ein prachtvolles Exemplar reiten. Prachtvoll, das ist ein Stück Scheiße, ist das. Das, was ihr habt das 1000 Mal in der Stadt, das ist nichts Besonderes. Du hast Kragos getötet, sag mal... Gib mir dein Kind. Es geht um Leben und Tod. Warum? Sag mal, du bist total krank, du kannst doch nicht mein Kinder haben. Was ist denn mit dir los, Petrit? Ich muss es opfern. Für wen? Für was? Das darf ich nicht sagen, das ist ein strenges Geheimnis. Sag's mir. Ich darf's nicht sagen, wenn ich sage, dann sterbe ich. Eventuell, ich weiß es nicht genau, ob ich sterbe, aber... Du stirbst auch so, Petrit. Nein, machen wir einen Deal oder nicht? Was für ein Deal? Gib mir dein Kind. Du willst meine Kinder umbringen, verdammt. Nein, ich will sie nicht umbringen. Ja, was willst du denn mit ihnen machen? Ich brauch nur dein älteres Kind. Dein kleines Sohn kannst du behalten. Wieso? Sag mir den Grund. Ich kann es dir nicht sagen. Momo, okay. Du musst mir einfach vertrauen. Wir waren früher Freunde, verdammt nochmal. Früher? Jetzt bist du Kindermörder oder was? Ich bin kein Kindermörder. Hör auf, diesen Begriff in den Mund zu nehmen. Ich bin kein Kindermörder. Ich muss es tun. Du... Glaubst du mir nicht, oder was? Du hast gerade Kragos getötet. Ja und? Wie? Ja und?
Du wolltest mich auch gerade umbringen. Meine Tochter wurde vor kurzem noch entführt und jetzt willst du sie mitnehmen, sag mal. Von wem wurde sie denn bitte entführt? Das geht dich gar nichts an. Ich lüge nicht. Doch, du lügst. Du lügst. Verschwinde, wenn du mich einmal berührst. Was machen wir jetzt? Ich geh jetzt rein, ist mir egal. Hey, bleib hier, stopp, stehen. Stopp. Okay, pass auf. Pass auf. Ja. Wir machen einen Deal. Ja. Pass auf. Erzähl. Ich höre. Du darfst meine Tochter mitnehmen. Was? Nur unter einer Bedingung. Was? Ich darf deine Tochter... Unter nur unter einer Bedingung. Was? Du gibst dir den Teleportstab zurück. Denn der ist mir wertvoller als meine Tochter. Ich habe meinen Teleportstab nicht aber dabei. Beweis es. Ich beweise es. Ich schwöre... Okay. Wie beweise ich dir das? Ich scroll jetzt durch mein ganzes Dings. Und ich habe mich immer drin. Ich habe den immer drin. Du hast Glück. Okay, komm mit. Ich zeig sie dir. Endlich ist der Tag gekommen. Und jetzt sie ist unten im Trampolin. Ich sag's dir, wenn du ein was Falsches machst, du stirbst, Petrit. Ja, darf ich runterkommen? Komm mit runter. Hier geht's rein. Der Tag ist gekommen. Wo bist du? Du musst runter. Sie ist da unten. Was ist das hier? Ja, da unten ist sie. Du bist doch auch. Wie, du hast mir versprochen! Wie dumm bist du denn eigentlich? Du denkst auch, ich gebe dir meine Tochter? Mein lieber Freund. Du kommst genau richtig. Wir waren Freunde! Du hast mir das euch gerade versprochen! Lass mein Bell terrissen, nur wenn ihm was passiert, dann wirst du sehen! Guck mal, wo ich jetzt hingehe! Nein, geh nicht weg! Mo, ich habe eine übermächtige Waffe, ne? Wenn du jetzt weggehst, du wirst gar nichts. Pass auf! Hör mir zu, mein Freund! Ich habe gerade erst diesen Folterkeller gebaut. Ja. Und du kommst genau richtig. Du bist selber schuld, dass du genau ausgerechnet jetzt gekommen bist. Petra, du bist gefangen. Tu mir was an. Guck mal nach unten. Da wird's warm, ne? Hör auf, nein! Soll ich die Falltür öffnen? Nicht die Falltür öffnen, ich tu... Du wirst sterben für immer. Du bist ein Monster, du bist schlimmer. Ich bin ein Monster, du wolltest meine Kinder empören. Wer baut denn so einen Kerker, bitteschön, in der Freizeit? Weißt du was? Schmerzen sollst du haben. Nein, hör auf. Scheiße, ich kann das nicht zubauen. Mist. Gib mir deine Tochter und lass mich raus, damit ich wegfliegen kann. Bitte, Mo. Du kannst gar nicht wegfliegen, du. Mo, ich muss du kannst tun, froh sein, wenn dein kleines Pferd jetzt noch lebt. Mo, wenn ich deine Tochter nicht kriege, Schnauze! Dann wird eine übermächtige Macht mein Begleiter töten. Mich wird der Haupt bestrafen. Bitte, Mo. Du lügst. Du willst ich meine Tochter nicht, haben und du willst sie zerstückeln und essen oder nein, so. Du bist so krank. Ich würde nicht sowas tun. Ich würde niemals deinem Kind sowas antun. Aber dann werde ich aussterben. Sag gute Nacht, Petrit. Ich werde jetzt die Falltür öffnen. Nein, öffne die. Ich tue alles, was du willst. Okay. Du tust alles, was ich will? Ja, ich tue alles, was du willst. Selbst das Schwert, was du in der Hand hast, in die Lava werfen? Ja. Werf es da rein. Werf es in die Lava. Aber ich und den Zaun auch, den du gerade eingesammelt hast. Das war ein Geschenk. Werf es in die Lava. Und den Zaun auch, den du gerade eingesammelt hast. Was? Werf ihn in die Lava. Das Eisengitter. Was, wenn ich jetzt einfach hier rausgehe? Ja, dann schubse ich dich rein und dann fliegst du in die Lava, mein Freund. Ja, ich werf das schon weg. Hast du Glück gehabt? Mo! Hey! Bitte! Hör auf! Bitte tu mir das nicht an! Schlag mich noch einmal und ich werde die Falltür öffnen. Ja, okay, ich hoffe. Na, wie ist es in so einem geschlossenen Käfig? Können wir das nicht regeln? Wie ein kleines Äffchen im Zoo. Bitte, versprich mir wenigstens, dass du meinem Reiter nichts antust. Petrit, du bist total krank! Mo, aber sag, du tust meinem Reiter nichts an. Das ist so selten, das kriege ich nie mehr wieder zurück. Mo, bitte. Du hast Kragos getötet, du hast einen Teil von meiner Familie getötet, gerade eben. Kragos kann man ersetzen. Kragos heißt der. Ja, tut mir leid, aber meins kann man nicht mehr ersetzen. Ich krieg's nie mehr wieder, egal was ich tue. Ich würde dich am liebsten töten jetzt einfach. Warum? Lass mich raus und gib mir dein Kind. Weißt du was? Was? Nein, ich hör auf, ich schweige. Nein, weißt du was? Viel Spaß bei dieser Nacht. Du wirst da schon irgendwie schlafen können. Wir hören uns morgen. Morgen ist Revi da. Ich hab Angst, dass sie aufgeht. Die geht nicht auf, keine Angst. Morgen werden wir mit Revi reden und dann werden wir gucken, was wir mit dir machen. Ich werde Revi alles sagen. Ich werde Revi sagen, dass du meine Kinder töten wolltest. Ich werde ihm alles erzählen. Ich wollte deine Kinder niemals töten, das habe ich niemals gesagt. Ach, komm, bis morgen. Bleib hier. Ich hoffe, du vergammelst hier. Ich hoffe einfach, du vergammelst hier. Hier hast du noch Essen. Danke. Wieso? Was? Wieso? Ach komm. Ich muss es tun. Verschwinde! Ich muss es tun. Ich will es doch gar nicht. Warum sollte ich sowas freiwillig wollen? Sei ruhig, wir sehen uns morgen. Ich hoffe, du verrottest über Nacht. Nein. Verschwinde. Mo! Leute, das war doch das Richtige, was ich jetzt tun musste. Ich
Das kam mir gerade gelegen. Ich meine, ich baue gerade erst den Folterkäfig und dann kommt dieser Schwachmat und es war doch Schicksal. Und er hat Kragus getötet, verdammt. Hätte er Morides getötet, dann hätte ich sein Pferd getötet und ihn direkt. Ich muss morgen mit Revi reden, was wir mit ihm machen. Ich habe ihn gefangen. Ich habe ihn gefangen und ich habe ihn mit den Steinen gefoltert. Er wird überall Schmerzen haben über Nacht. Und dieses Kackpferd, ich weiß nicht, was wir damit machen. Wir werden es erstmal hier lassen. Ich meine, es kann auch nichts dafür. Du tust mir auch leid. Aber er hat Kragus getötet. Ich weiß nicht, was ihm einfällt. Leute, wir werden jetzt erstmal... Ach, Mann, Morides. Komm, wir fliegen jetzt erstmal hoch. Es tut mir leid, dass du jetzt wieder allein bist. Aber er hat einfach Kragus getötet, dieses Schwein. Ach, unglaublich. Gut, meine lieben Freunde, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Was sollen wir mit Petrit machen? Das werdet ihr dann morgen wahrscheinlich bei Revi im Stream sehen. Schreibt es in die Kommentare. Lasst gerne ein Daumen nach oben da. Folgt mir auf Instagram. Und ciao. Bis morgen.